Willkommen Leute zu einer weiteren Bonus-Episode von einem Spiel, wovon ich eigentlich auch gar kein richtiges Let's Play gemacht habe und es auch niemals tun werde. Aber für euch habe ich mir gedacht, mach nochmal was Lustiges. Und zwar, ja, der Sound, der ist ja okay, Master Volume und so. Das können wir eigentlich alles so lassen. Für euch mache ich jetzt nochmal was. Und zwar nehme ich nochmal eine Custom Story rein. Eine Custom Story von. Die Custom Story heißt Marcel Davis ist weg, verdammte Scheiße! Mhm. So, und wir spielen diesen Mod jetzt. Keine Ahnung, was auf mich zukommt. Es geht um Marcel Davis und. Mal gucken. Marcel Davis Horror Story. Das 1&1 Smart Scare laut an jeder Ecke auf dich. Marcel Davis muss gefunden werden, koste es, was es wolle. Mache dich bereit auf eine Ladung. Volle Ladung Scheiß in deiner Hose und auf einfach schöne Bam in your face Momente. Hier wird dir das Fürchten gelehrt. Okay. Wir müssen Marcel Davis finden. Und wir werden wahrscheinlich derbe erschreckt werden. Warum mache ich das jetzt eigentlich? Der Typ, der ist anscheinend echt darauf aus, mich zu erschrecken. Wieso mache ich so eine Scheiße? Ich mache Cry of Fear, ich mache hier so eine Amnesia. Ich will, jetzt bin ich hier schon wieder drin. Warum? Ach ja, Keim ist auch an, ne? Okay, alles klar. Somit beginnen wir unsere kleine lustige Runde in Marcel Davis Horror Castle. Und schauen wir mal, was hier so zu finden gibt. Ja, mal gucken. Willkommen erstmal zum ersten Teil von Marcel Davis Smart Scare. Dies ist eine Custom Story, mit einem kleinen Schuss Humor genommen werden sollte, da der Wahnsinn hinter fast jede Ecke auf dich lauert. Ja, ich weiß, ich wollte hier keinen Roman lesen, sondern Schockmoment erleben. Die könnt ihr auch haben, aber erstmal ein paar klitzekleine Fakten über diesen Raum. Es gibt hier drei Bücher über Gott und die Welt, die auf dem Tisch stehen. Es stehen drei überdimensionale Ölportionen auf dem Tisch rechts von dir. Oder standen bis gerade eben noch da. Okay. Im Piano wartet nichts auf dich. Nein, im Ernst jetzt, da ist wirklich nichts. Okay. Ein paar Kurze liegen auf deinem Bett und warten darauf, dass du dich ihnen näherst. Nein. Achtung, bei Näherung des Bettes ist eine Orgasmusgefahr nicht ausgeschlossen. Wir haben das nicht gesehen. Okay, schauen wir mal, was habe ich hier noch? Meine Fresse! Was soll der Scheiß? Mann! Toll! Okay, wir haben hier drei überdimensionale Ölfässer, die wir jetzt mitnehmen werden. Große Mengen an Öl. Ich weiß noch nicht mehr, wo ist die auf die Laterne da? Okay, an dem Piano ist nichts. Das sehe ich ja genauso. Hier ist Geld. Geld mitgenommen und hinter dem Piano ist wirklich nichts. Sehr gut, sehe ich aber anders. Aber gut, wenn da nichts ist, dann ist das halt so. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch einen Zettel, den wir lesen könnten, wenn... Okay. Der Schlüssel ist auf dem rechten Türrahmen. Schlüssel ist auf dem rechten Türrahmen. Suche den Raum aber nochmals ab. Da findet sich noch ein oder andere Geschenk. Gruß Marcel Davis. Wow! Warum macht ihr das? Seid ihr bescheuert oder was? Ihr könnt ja, ich weiß nicht, immer irgendwo Gesichter hinpacken, ist ganz nett. Ich bin süchtig gesehen. Ja, guck mal. Oh Mann, ey. Diese blöde Mod, der macht mich ja jetzt schon wahnsinnig. So, einmal Laterne mitnehmen. Laterne. Okay, ich habe kein Öl drin. Wetten. Große Menge Öl, Brennstoff. Okay. Ja, dann füllen wir das einmal auf, ne? So, alles klar. Hallo, ich bin Marcel Davis, Leiter für Kundenzufriedenheit bei 1&1. Wenn Sie eine Frage zu Ihrem 1&1 DSL-Anschluss haben, dann rufen Sie an, kostenlos. Mein Team und ich helfen Ihnen gerne. Aber manchmal gibt es eben Dinge, die kann man am Telefon nicht regeln, wie zum Beispiel bei Familie... Hier, dann reden wir auch nicht lange um den heißen herum, sondern kommen persönlich vorbei. Marcel Davis. Und wir gehen erst wieder, wenn der Anschluss läuft. Fair und transparent. 1&1. Wisst ihr, was das Geile ist, was für 1&1 sind? Oh, wo kommt der her? Okay. Er liegt ja einfach mit da rum. Ja, achso, der ist eben auch so ein bisschen Dingsbums geflogen. Ich erinnere mich. Okay, alles klar. Wir sollen ja nochmal gucken, ob wir irgendwas finden können. Also hier in den Schrank ist wahrscheinlich nichts drin. Hier können wir ja nochmal hier mit dem Stuhl, hat der hier aufhauen. Okay, hat geklappt. Gucken wir mal, was hier noch drin ist. Ich mag Züge. Dankeschön. Das freut mich wirklich sehr. Er mag Züge. Das finde ich wirklich schön. So, da ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Kann man sich ducken? Ja, kann man. Okay, da ist auch nichts. Okay, das hätten wir schon mal geregelt. Also, da haben wir auch schon geguckt. Da ist nichts weiter. Jo, ich würde mal sagen, gehen wir erstmal hier raus, ne?
So, ach ja, der Schlüssel ist auf dem rechten Türrahmen. Irgendwie sowas war das, ne? Türrahmen. Da muss ich ja irgendwo hier hochkommen am besten. Aber dafür brauche ich einen Stuhl. Einen Stuhl brauche ich dafür. Okay, und das ist der Schlüssel. Schnapp ihn dir! Schnapp ihn dir! Schnapp dir den Schlüssel. Innenhof-Schlüssel. Sehr geil. Jetzt müssen wir ihn nur noch benutzen. So, einmal Schlüssel benutzen. Okay. Okay. Alles okay. Ist da jemand? Hallo? Nein. Oh, guck mal, da hängt jemand. Oh! Okay, Entschuldigung, das war... Entschuldigung, alles ist okay. Ja, also, guten Tag, mein Freund. Ich mag dich wirklich sehr gern. Au! Ist das nötig, mir irgendwas entgegenzuschmeißen? Mann. Okay, alles klar. Können wir jetzt aufhören, mir Sachen entgegenzuschmeißen? Okay, alles klar. Das ist das Tür. V für verschlossen, V plus und verpissen. Also verpiss dich. Okay, dankeschön. Wow! Hoffe Sachen entgegenzuschmeißen jetzt wirklich. Es ist genug. Genug Sachen entgegengeschmissen, ja? Alles klar. Gut. Wir einigen uns darauf, dass wir uns nichts mehr entgegenschmeißen. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Komischer Schlüssel aufgenommen. Was haben wir denn noch? Hier unten im Innenhof sind noch einige Bekanntschaften zu entdecken. Schau dich mal um. Viel Spaß beim Finden. Guck besser nicht nach oben. Doch! Okay. Wer ist hier? Ein Leichenhaufen. Okay, hier hängt ja aber schön herum. Wieso hat der Typ immer irgendwelche Leute hier aufgehängt? Ich verstehe das nicht. Und hier sind auch noch ein paar Leute, die hängen ja alle. Ein paar Zunderbüchsen, die überdimensional groß sind. Ja, warum nicht? Also hier sind ja witzige Leute hier unterwegs. Mensch, das ist ja nette Sache hier. Ich mag hier gerne sein. So, hier ist ein kleines Häuschen und hier sind noch unsere Bekanntschaften, die hier überall rumhängen. Ja, kommen wir hier auch irgendwie lang? Ja, das geht schon, aber ich glaube nicht, dass wir hier lang gehen sollen. Okay, wir haben ja noch genug Öl. Ich schätze mal, so lange wird das Ganze hier nicht werden. Naja, gut. Schauen wir mal weiter. Alles klar. Wir haben ja noch genug zu entdecken. Wir sollen ja nicht nach oben schauen. Ich hab's mal wieder getan, ey. Ich bin auch so intelligent. Ich mache immer das, was man nicht von mir verlangt. So, wow, man kann ja einfach so... Cool, jetzt bin ich hier oben drauf. Okay, das ist schon mal sehr interessant. Jetzt ist einfach... Keine Ahnung, was soll der Scheiß eigentlich? Wo Marcel da ist? Ich versteh's nicht. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal... Hau wie verschlossen. Wir haben jetzt den komischen Schlüssel. Ich verpiss mich nicht. Ich benutze den komischen Schlüssel. Ey, wir nutzen... Oh, hat funktioniert. Da sind wir mehr. Okay. Alles klar. Was ist hier? Verstehe schon. So. Dass dein geistiger Verstand bis hier gereicht hat, wundert mich sehr. Übrigens habe ich dir ein bisschen klein hier gelassen, mein Sohn. Wie du siehst, gibt es in diesem Raum 3 Türen. Es gibt allerdings keine falsche, also auch wähle gut, denn 2 Räume sind verflucht. Viel Glück. Der rechte Raum sieht dunkel aus. Wieso musst du mal welche Leichenpumpe spawnen lassen? Mann, Vernunftdrang. Ich will aber Vernunftdrang, ey. Ich muss mich immer ein bisschen vernünftiger hier machen. So, krieg dich ein, Junge, ey. Meine Fresse. Ja, wenn es hier dunkel aussieht, dann gehen wir hier als erstes rein. Ey! Rechter Raum sieht dunkel aus, also ich weiß ja nicht. Ich kann immer die anderen Räume nachgucken. Also mal sehen, was da drin ist. Ich will mir mal jeden Raum am besten angucken. Der ist dunkel. Und der ist auch schön. Ich mag den am liebsten. Mal sehen, was hier drin ist. Hier sind viele Rüstungsmatches. Vielleicht kommt auch gleich jemand hinter uns und will uns töten. Also das kann ja natürlich auch passieren. Aber ich will das ja nicht ausstellen. Naja. Guck, guck. Hier ist echt nichts. Die Türen sind verschlossen. Epic Fail. Okay. Ja, wir haben anscheinend den richtigen Weg genommen. Ich will gar nicht wissen, was hier passiert wäre. Na gut, alles klar. Es ist auch nicht so wichtig, ne? Wir haben geschafft, was wir schaffen mussten. Und da ist nichts passiert. Also es ist wirklich... Wieso schmeißt du mir andauernd Leichen entgegen? Versteh's nicht. Ich will keine Leichen entgegengeschmissen haben. Dankeschön dafür. Peter, ey, du kommst hier nicht rein. Warum nicht? Lass mich hier rein, Mann! Okay, ey, oh, Schlüssel. Nein, Peter, mal rein. Ja!